Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn soeben ist bei mir eingetroffen die Goodiebox in der Members Favorites Edition. Das ist eine limitierte Edition und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box kostet 34,95 und soll einen Warenwert mit den 7 Produkten, die da drin sind, von ca. 162 Euro haben. Und die wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier zu zeigen. Da ich in jedem Video, wo ich eine Kooperation mache, eigentlich immer ganz gerne auch was verlosen möchte, habe ich jetzt so ein bisschen in meiner Schublade gekramt und habe ein bisschen was rausgeholt. In diesem Video gibt es die Hallo Berlin Palette von Essence, denn das ist, soweit ich weiß, auch eine favorisierte Palette von euch und dementsprechend wollte ich die in diesem Video verlosen, weil es irgendwie einfach vom Thema her passen würde und ja, alles was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox, schau da gerne mal vorbei und ne, die geht jetzt in diesem Video in die Verlosung rein. So, wir gucken uns aber einfach mal an, wie die Box so aussieht. Wir haben ein wirklich unfassbar cooles Boxendesign. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich mag, dass du hier diesen Print drauf hast. Ich werde mir aus diesen ganzen Schubladen etwas Schönes basteln. Ich dachte erst, dass ich das bei mir als Gartenschrankaufbewahrung nehme oder so Handschuhe und sowas reinpacke. Wird aber nicht funktionieren, weil es da halt leider auch irgendwie ein bisschen zu feucht und so ist und dann wird das hier wegrotten wahrscheinlich. Ich werde das hier verwenden als Maskenaufbewahrung, denn mein aktuelles Maskenregal gefällt mir überhaupt nicht und ja, da wird dann diese Box auf jeden Fall hilfreich sein. Den Code, den ich habe für die Box, der gilt leider nicht für die Members Favorites Edition, also quasi für diese Special Edition, aber du kannst ihn trotzdem verwenden, wenn du ein Abo abschließen möchtest. Ich blende ihn dir hier auch mal ein und dann bekommst du ein Produkt nämlich on top und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, also ja. Wäre schade, wenn du ihn nicht verwenden würdest und du ein Abo abschließt und dann quasi das Goodie nicht bekommst. Ich glaube, das ist dieses Mal Pinsel oder so. Ja, ich glaube, das ist der Pinsel von Nire. Wie gesagt, ne, schau gerne in meinem Video hier oben einmal vorbei. Da habe ich die aktuelle Goodiebox auch geöffnet von diesem Monat. Und ja, den Code kannst du da entsprechend dann auch verwenden. So, ja. Die Box ist ganz schön schwer, aber das erwarte ich auch, weil die kostet ja regulär 20 Euro und das ist ja die Limited Edition, die dann einfach 15 Euro mehr kostet, aber dafür soll der Inhalt natürlich auch besser sein. Und ich rede zu viel. Claudia, mach die Schublade auf und zeig, was drin ist. So, hier haben wir endlich mal wieder ein Heftchen drin. Ne? Ich fand's cool mit der Online-Version und ich denke auch, dass es für die normale Abo-Box auch weiter fortgeführt wird, weil ich das auch sehr persönlich finde, weil du eine persönliche Ansprache von den Leuten hast, du siehst da auch so kleine Clips, wie man die Produkte anwenden kann. Ich finde es aber ehrlich gesagt praktischer, ein Heftchen zu haben, wo drin steht, was drin ist, weil du sowas auch irgendwie aufbewahren kannst. Ich habe mittlerweile für die ganzen Abo-Boxen, die ich auch so bei mir habe im Abo bzw. in der Kooperation, 4 Ordner angelegt, wo ich alle Heftchen aufbewahre. Ich bewahre alles sowieso. Ich bin so ein kleiner Messi, was das angeht. Ich bewahre solche Heftchen auf. Ich bewahre alles, was mir an Briefen geschrieben wird, auf und sowas alles. Und selbstverständlich wird das hier dann natürlich auch aufbewahrt werden. The Members Favorites Box. Das alte T-Shirt, in dem man einfach immer gut schläft. Das Lied, bei dem man jede Strophe mitsingen und alle Gedanken loslassen kann. Und das Rezept von Mama, das große Sorgen für einen Moment ganz klein werden lässt. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Feel-Good-Lieblinge, mit denen man sich an grauen Tagen selbst ein bisschen Sonnenschein zaubern kann. Und genau deshalb haben wir diese Limited Edition Box mit so vielen Lieblingsprodukten unserer Mitglieder wie möglich gefüllt. Wir lieben es, wenn du uns erzählst, was dir in deiner Goodiebox gefällt, denn das bedeutet, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und dafür gibt's von uns eine Runde Applaus. Ist doch keine große Sache, denkst du vielleicht. Wir finden aber schon, denn man vergisst so schnell, auf sich selbst Acht zu geben, wenn die Welt mal wieder Kopf steht und andere einen brauchen. Also, Applaus für dich, wenn du es schon machst. Und wenn nicht, dann leg doch einfach los. Du hast es dir verdient. In dieser Limited Edition Box stecken nur Produkte, die unsere Mitglieder auf Herz und Nieren getestet und zu Favoriten erklärt haben. Denn es gibt doch echt nichts Besseres, als sich einen alten Liebling zu schnappen und sich in seine Wohlfühlzone zurückzuziehen. Gönn dir deine Yourself Time. Marita, Federico, Dominik, Chrissa, Freya, Theresa, Caro, Rena und Maxi vom Team Goodiebox. Die werden echt immer mehr, oder? Wem fällt's auch auf? Genau, hier sind dann die ganzen Produkte abgebildet mit ziemlich witzigen und süßen Beschreibungen, dann auch mit den jeweiligen Werten. Aber wir gucken jetzt einfach mal in die Box.
die sich nun hier befindet. Wir haben ein Seidenpapier mit einem Klebi, was wir einmal öffnen. Riecht so nach nichts. Und hier haben wir auch schon den Blick in die Box. Also das sollen wirklich Produkte sein, die auch schon mal in Boxen drin waren und die halt am besten bewertet wurden. Und ja, das ist ja eine Box aus Dänemark und die Box gibt es auch schon länger in Dänemark und sie ist erst seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so ist die erst in Deutschland. Wir fangen hier einfach mal mit dem ersten Produkt an. Das ist von Ilse Jakobsen. Ich mag es, diese ganzen skandinavischen Namen. Sun Seaweed Face Cream. Ach schön, es ist eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor 15. Und die ist dann mit Seegras wahrscheinlich. Apply a generous amount to face. Ja, ich mache sowas immer gerne über meine reguläre Tagescreme, wenn in meiner regulären Tagescreme nicht schon ein Lichtschutzfaktor enthalten ist. Und ja, 15 ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ich brauche mehr, weil ich bin halt wirklich sehr, sehr blass und da mache ich mir meistens so 30 oder 50 drauf. Das heißt, das ist dann etwas sehr wenig für mich, aber vielleicht bekommt mein Freund das oder so. Da findet sie schon eine Möglichkeit. Dann haben wir hier von Polar die Nuit Polaire. Das ist eine Nachtcreme von Polar. Das ist diese hier. Ja, ich habe mit Polar leider nicht die beste Freundschaft geschlossen, um das mal so zu sagen. Bislang so gut wie alle Produkte, die ich so im Test hatte, die sind dann auch relativ schnell weitergewandert, weil sie bei mir leider nicht so die feuchtigkeitsspendende Wirkung hatten, die ich nun mal brauche. Ich brauche richtig viel Feuchtigkeit in mein Gesicht. Okay, hier habe ich aber ein Produkt, was ich ganz cool finde, und zwar von Mudmaski. Aftermask Vitamin Serum. Das ist ein sehr, sehr teures, sehr, sehr sinnvolles Produkt. Ich dachte erst so, ich hatte die schon mal auch in der Box mit drin. Da habe ich mir gedacht, wofür braucht man sowas? Wofür brauchst du ein Aftermask-Produkt? Weil die Maske an sich soll ja schon pflegend sein. Da habe ich aber ein bisschen zu kurz gedacht, denn ich benutze ja nicht nur feuchtigkeitsspendende Masken oder Masken, die mein Gesicht glätten oder sowas, sondern ich benutze auch Masken, die mein Gesicht reinigen. Und danach ist es immer schwierig, etwas Passendes aufs Gesicht aufzutragen. Ich habe dann sonst meine ganz normale Pflege durchgezogen oder ich habe danach direkt eine Feuchtigkeitsmaske gemacht. Das hier wäre aber das optimale Produkt danach gewesen, um die Haut, die dann ja sowieso schon mal irritiert ist oder so, wenn du so eine Heilerdemaske oder sowas gemacht hast, einfach wieder mal zu chillen, runterzuholen, zu beruhigen und wieder so, ne, auf ein gutes Level zu bringen. Und das heißt, diese Maske, dieses Aftermask-Serum wird dann bei mir tatsächlich auch in die Anwendung kommen, nachdem ich eine Maske verwendet habe, die mein Gesicht ausgetrocknet, gereizt oder sonst irgendwas gemacht hat, denn man sieht es hier, Mr. Fred ist auch ab und an mit seiner kleinen Familie am Start und dann brauche ich sowas da, reinigende Masken und dann das danach. Genau, ja, das ist cool. Dann habe ich hier ein Produkt, ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor, von Manakada ist es nämlich, genau, die Relax Renewing Body Butter. Die hatten wir auch, glaube ich, schon mal mit drin. Die habe ich auch schon in meiner Backup-Sammlung, aber jetzt habe ich noch ein Backup, denn ich stehe auf Manakada. Ich habe jetzt mittlerweile einen Blush, Puder sowieso, klar, die Mascara ist bei mir leider durchgefallen. Ich sammle Manakada. Die kriegst du ja leider irgendwie nicht in Deutschland. Ne? Das musst du irgendwie über Umwege bestellen oder über eBay und Co. Und das finde ich halt doof. Und ja, ne, wenn Pflege, dann im Boxen und so, finde ich geil, wird benutzt. Kriegst du so nichts durch, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, das zu verwenden. Und ja, 180 Gramm sind da drin, das ist nicht die Welt. Aber es ist eine recht hochpreisige Marke, von daher, das passt schon. So, dann habe ich hier etwas drin. Ein Hair Towel, geil, das wollte ich immer schon mal haben, Premium Microfiber, Super Soft and Lightweight Hair Towel, Moshi Moshi meint. Das ist so ein Handtuch, was machen soll, dass deine Haare schneller trocknen, finde ich interessant, denn wir sind jetzt mittlerweile auch wieder in einer Zeit, wo ich keinen Föhn mehr benutze, wenn es unbedingt sein muss, dann morgens, aber nicht nach dem Duschen. Ne? Ich lasse es immer Luft trocknen über Nacht. Und das hier ist jetzt ein Handtuch. Oh, wenn du so ein bisschen trockene Hände hast, dann merkst du richtig, wie die Haut daran hängen bleibt. Das ist immer so eine Sache. Ne? Ja, und da soll man dann seine Haare irgendwie reinwursteln. Das ist so ein großes Vieh. Ich habe ja sehr, sehr lange Haare. Da muss ich echt gucken, ob ich das hinbekomme. Ist hier irgendwo eine Anleitung, wie man das macht? Nö. Gut, dann eben nicht, weil hier ist ein Knopf und der Knopf muss doch irgendwo rein. Hier. Ich werde es mal testen. Ihr werdet das auf Instagram sehen, Leute, definitiv. Das kommt erst in der Waschmaschine und dann werde ich das mal ausprobieren.
Rosa ist aber schon mal voll gut, oder? Und ja, wenn das wirklich hilft, dass meine Haare besser trocknen, dann mache ich mir das halt abends einfach drüber. Läuft gerne, kein Thema. Halt nicht nachts, aber abends, ne? Okay, hier habe ich ein Produkt, was ich auch schon mal gesehen habe. Nee, oder? Yorgobe Scrub Mask. This 2-in-1 Refreshing Scrub Mask can be used as both a scrub cream and a deep cleansing mask. Black jojoba peeling beads help remove impurities and leave your skin refreshed with a cooling sensation. Okay, also du hast hier ein Produkt, was du sowohl als Maske als auch als Peeling verwenden kannst. Und mit Jojoba Samen soll das sein. Jo. Gut. Jo, mag ich. Ich mag Masken, ich mag Peelings und ich denke, nach so einem Peeling kannst du dann gut die Mundmaske verwenden. Das ist cool, ne? Das macht Sinn. Jo. Das ist eine sehr unspektakuläre Verpackung. Finde ich langweilig. Finde ich wirklich langweilig. Ich mag es lieber, wenn etwas irgendwie ein bisschen aufregender ist, aber wird auf jeden Fall verwendet als Maske oder als Pflege, muss ich schauen. Aber ich finde es cool, dass wir in letzter Zeit halt öfters Produkte in Tuben haben, die Masken sind, also Masken in Tuben in den Boxen, weil ich das nachhaltiger finde und selber ja auch darauf achten möchte, meinen Verpackungsmüll ein bisschen zu reduzieren. Ich weiß, ich krieg's doch nicht so hundertprozentig hin, aber in kleinen Schritten nähere ich mich. Ich versuch's auf jeden Fall. Okay, last but not least haben wir ein Produkt. Mask Me Up Food Peeling Mask Removes Dead Skin Cells. Ja, only 3 minutes treatment. Ach, das ist cool. Ich habe schon 2 Fußmasken von diesen Masken verwendet. Einmal die Balea-Maske, die habe ich relativ zu Anfang meiner YouTube-Zeit verwendet. Hat bei mir eher so semi funktioniert. Dann habe ich die von Summerfood ein Jahr später probiert, also letztes Jahr. Die hat richtig gut funktioniert. Die wird jetzt dieses Jahr getestet. Ich gucke mal, ob ich da tatsächlich auch ein Video darüber drehe. Ich weiß es noch nicht, Leute. Müssen wir mal gucken, okay? Weil Fußvideos finde ich immer ein bisschen crazy. Aber ihr werdet es wenigstens im Aufgebraucht-Video sehen. Also das werde ich machen, ich denke morgen. Ja, kann man wohl machen. Und nach 4 bis 6 Tagen beginnt der Peeling-Prozess. Was ich hier gut finde, ist, dass du die nur 30 Minuten drauflassen musst. Die anderen musst du wirklich eine Stunde oder länger drauflassen. Und du gehst dann so ein bisschen wie auf Eiern durch die Gegend. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch. Und ja, das wird ausgetestet. Wie macht ihr das, wenn ihr die drauf gemacht habt? Cremt ihr dann in der Zeit, wo die ganze Peeling-Geschichte, also diese Hautabziehgeschichte, ist, eure Füße zwischenzeitlich ein oder lasst ihr die wirklich komplett austrocknen? Macht ihr zwischenzeitlich Fußpeelings oder macht ihr nur Fußbäder? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch schon mal irgendwie so eine Hornhautentfernungsfußmaske ausprobiert. Würde mich total interessieren, weil es ist wirklich von Maske zu Maske unterschiedlich. Mal funktioniert das, dass du deine Füße eincremst, mal soll man das auch wirklich machen und mal soll man das überhaupt nicht machen. Ich werde die auf jeden Fall verwenden und wahrscheinlich die ganze Zeit über nur Fußbänder machen und nicht eincremen, damit es halt so richtig furztrocken wird und sich von alleine löst. Aber na, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, gerne in den Kommentaren austauschen. Das war jetzt die Box mit den 7 Favoritenprodukten und ich muss wirklich sagen, dass ich die Produkte auch echt cool finde. Das, was mir jetzt hier fehlt, ist so ein dekoratives Kosmetikprodukt, das man halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so, ne? Haben die ja auch in der Box mit drin, ne? Gerade der Pinsel ist für mich so ein absolutes Highlight gewesen von Nieré. Richtig schöner, richtig geiler Pinsel. Und die haben auch wirklich tolle andere Produkte drin gehabt. Schade, hätte ich mir echt gewünscht, ne? Naja, aber so haben wir jetzt 7 Pflegeprodukte. Das Hair Towel, ultra geil, wird auf jeden Fall heute Abend getestet, wenn ich duschen gehe. Und die anderen Produkte finde ich auch super cool. Die einzigen Produkte, die jetzt nicht so ganz meine Welt waren, ist einmal die Nachtcreme von Polar und dieses Produkt, weil das halt leider nur 15 als Lichtschutzfaktor hat. Das ist ein bisschen wenig für mich, weil ich brauche sau viel. Trotzdem, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!